Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir sind jetzt hier in einer nicht so nett aussehenden Gegend. Und die Frage ist, gehe ich hier lang? Kann ich... Ach, ich könnte hier langsam lang, oder? Wobei, hier ist gar nichts. Okay, wahrscheinlich fallen wir da später einfach rein. So. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt noch weiter runter ins Wasser. Und dann muss ich irgendwie hier durch, ohne dass mich das ganze Zeug trifft. Wie soll ich das machen? Jetzt mal ernsthaft, ne? Okay, so trifft mich das nicht. Ich frage mich, ob ich jetzt am besten springen soll oder durchrennen. Ja, das geht sowieso nicht so gut. Ja, das geht gar nicht. Aber springen wird auch schwierig, würde ich behaupten. Warte, warte, warte. Geh mal nochmal hier oben hin, wo du rennen kannst. Dann gehen wir auf die Seite. Oder gehe ich besser auf die andere? Oh, ich weiß es doch nicht. So, okay. Also, wir gehen hier hin. Werden gleich getötet von dem Zeug. Und es trifft mich immer noch. Okay, das war anscheinend nicht so klug von mir. So, ich versuche jetzt nochmal hier runter. Hier runter zu gehen. So, nein, nein, nein. Geh mal ein Stück zurück. So trifft es dich noch nicht. Wieso? Wieso springt sie nicht nach vorne? Ich hatte das doch eigentlich gerade ausgewählt. User Keys. Kann sie da nicht nach vorne? Nein. Okay, wie soll ich denn das bitte dann machen? So, ich mache das einfach so und dann bin ich tot und ja. Ich glaube, ich komme nicht dadurch, ohne mich irgendwie zu verletzen. Das geht gar nicht. Ich versuche das jetzt einfach, wie ich das gerade gemacht habe. So, dann möglichst durchspringen und dann einfach... Nee, nee. Nein, das geht nicht. Aber wie soll ich denn das sonst schaffen? Ich mache jetzt einfach meinen längsten Sprung ever. Nee. Nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wie soll ich da durchkommen? Ich müsste fliegen oder mich ducken, aber sie kann sich nicht ducken, oder? Nee, sie kann sich nicht ducken. Nee, und dann kann ich nicht mehr springen. Ich versuche mich mal direkt neben das Ding zu stellen. Und dann sterbe ich.
Verdammt, aber hier komme ich ja auch nicht wirklich weiter. Hier geht sie gar nicht weiter runter. Ist ja eigentlich auch vorbei. Ich kann ja nicht. Ja, nee, dann stirbt sie. Ich kann da nicht rein, ohne zu sterben. Das heißt, ich muss hier lang. Ich muss leider hier lang. Kann ich nicht da drauf schießen? Nee. Natürlich nicht. Ach Mann. So, gehen wir noch einen weiter runter? Hilft uns das auch nicht. Ich meine, klar, ich kann versuchen, von hier runter zu springen. Aber das wird nicht viel nützen. Wenn ich das so mache. Nee. Bringt nichts. Ah, das geht aber über meinen Kopf, wenn ich so stehe. Bringt mir diese Info irgendwas? Okay, so werde ich getroffen von irgendwas. Ich werde die ganze Zeit getroffen. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Hä? Ich wusste ja schon, dass diese Stelle schwierig werden würde. Und jetzt sehe ich erstmal, wie sehr. Wie komme ich da bis zum dritten durch? Ich weiß es nicht. So, Lara. So, so ist das doch gar nicht so schlecht. Aber ich sterbe trotzdem. Ich sterbe trotzdem. So, nochmal. Nochmal, nochmal. So, ich springe jetzt einfach. Nee, nee. Nein, ich krieg das nicht hin. Ich dachte, wenn ich irgendwie willkürlich hochspringe, dass ich dann nicht so krass getroffen werde. Was aber total dämlich ist. So, spring mal. Nein. Nein, ich sterbe sofort. Ist denn eigentlich meine Gesundheit am Anfang voll? Ja, ne? Die Gesundheit ist voll. Ja, aber was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja auch nicht hier oben weiter. Es gibt ja sonst keinen Weg. Also zum ersten, da könnte ich noch rüberspringen, aber sie kann ja auch nicht dazwischen stehen, weil die mich sofort kriegen. Die kriegen mich sofort. Und auch so, ne? Auch wenn ich versuche, ganz am Rand zu stehen. Das heißt, ich muss einfach so schnell wie möglich durch. Das ist jedenfalls meine Schlussfolgerung. Okay, so springe ich nur daneben. Daneben springen ist weniger cool. So. Und auch wenn ich jetzt hier... Ja, nein. So klappt das nicht. Habe ich irgendwie einen Denkfehler, dass ich das gerade nicht raffe? Vielleicht ist es doch besser von der anderen Seite. Aber, ich bin da noch nicht so überzeugt von. Geh mal noch einen Schritt. Ja, so wird das gar nichts.
Nein. Ach, Leute, ich glaube, ich bin blöd. Kann ich an der Stelle schon tauchen? Denn wenn ich tauchen kann, aber sie kann nicht tauchen. Nein, sie kann nicht tauchen. Du kannst nicht tauchen hier, richtig? Ich weiß echt nicht, wie ich da durchkommen soll. So, und jetzt schnell, schnell, schnell und schwimmen. Naja, fast, ne? Vielleicht kriegen wir das ja doch hin mit dem Springen. Wenn wir jetzt sagen, wir können bis hierhin. Nee, können wir nicht. Wir können nicht bis dorthin. Wir können bis hier ungefähr, ne? Bis da und dann sterbe ich. Wir können nicht über den dritten springen. Es wäre ja auch in Ordnung, sich da ein paar Verletzungen zuzuziehen, wenn das halt, wenn wir da nicht sterben würden. Ja, nein! Oh, fast. Verdammt. Ich würde echt mal gern wissen, wie die Patentlösung oder wie die angedachte Lösung dafür ist. Denn das kann es ja irgendwie nicht sein, ne? Nein! Ich bin schon wieder zu weit gegangen. Kacke. Bis hierhin kann ich. Bis dahin kann ich. Und dann bin ich erst beim zweiten. Mann. Ja, und so. Nee, so geht's auf keinen Fall. Ich überlege gerade, ob's da irgendwie was Sinnvolles gibt. Ich glaube nicht. Ich kann ja auch noch mal ausprobieren, ob ich hier tauchen kann, aber wie soll das gehen? Vielleicht geht es ja aber doch hier, wenn ich hochspringe und dann unten bleibe. Nee, sie steht, aber sie steht ja wieder auf. Das ist blöd. Steh doch nicht wieder auf, Lara. Also jetzt mal ernsthaft durchkommen. Ach, Leute. Ich bin ja auch blöd, ne? Ich bin ja auch so ein bisschen blöd. Ich könnte natürlich auch versuchen, da so rüber zu springen. Aha. Bringt mir das irgendwas? Okay, hallo? Ist hier jemand? Da. Okay, ich habe keine coolen Waffen. Mist, Mist, Mist. Mist. Komm her, komm her. Na komm. Ach, damn it, komm schon. Duber Kerl. Okay, den haben wir. Ja, was bringt uns das jetzt? Okay, da können wir hoch. Und dann wartet mal, also hier kann ich so hoch. Das bringt mir aber so nichts, ne? Da kann ich doch bestimmt nicht ranspringen. Nee.
Das funktioniert nicht. Dann muss ich wohl auf die andere Seite, wohl oder übel. Da kommt natürlich auch noch mal so ein Kerl. Das war ja klar. Na, wo bist du? Na, wo bist du? Na, wo ist er denn? Oder kommt er von unten? Da unten wird's laut. Aber sie visiert irgendwas. Ah, da ist er. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Wir haben nur noch zweimal die Shotgun. Ja, dann nehme ich halt die beiden letzten. So, und jetzt schnell wechseln. Okay, das ging ja sogar einigermaßen. Ich möchte mal speichern und mir dann den Weg angucken. Also, was haben wir für Optionen? Wir haben die Option, da hochzugehen. Das bringt uns aber an sich nicht viel. Können wir das ziehen? Ah, okay. 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 Und dann können wir vielleicht da hoch, aber auch nur vielleicht. Oder? Ich habe noch eine andere Idee. Hör mal auf, Lara. Die andere Idee wäre, den hier vorzuziehen und dann versuchen, da hochzuspringen. Aber ich glaube fast, das ist zu hoch. Es sollte zu hoch sein. Was ist denn hier hinten noch? Gar nichts. Das ist ja alles gar nicht so einfach hier. So, da in der Mitte haben wir auch noch so einen Streifen, auf dem wir gehen können. Ach du meine Güte. Das wird gar nicht so einfach. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, was ich vorhabe. Ja, noch ein. Und dann noch einen in die Richtung. Nein, nicht hoch, nicht hoch. So. Dann bitte jetzt hoch. Und dann mal versuchen, da ranzuspringen. Kann das funktionieren? Nein, nicht. Nein. Nicht wieder runter. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Probieren wir es. Festhalten. Ja. Und nach links. Schön festhalten. So, 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 so. Da kommt die Lava immer näher. Das ist nicht so cool. Oh, ich hoffe, die verbrennt uns jetzt nicht. Und jetzt ist die Frage, wohin? Ich möchte mal bitte gucken, wo dieser Streifen war. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber ich sehe den so nicht. Scheiße. Okay. Ich gehe wieder zurück und muss noch mal gucken. Festhalten. Ach so, aber ich komme jetzt. Komme ich jetzt wieder richtig zurück? Frage ist, ob ich da abrutsche. Nein, tue ich nicht. Okay. Da hinten, ganz am Ende, ist der Streifen, ne? Und was bringt mir das dann? Ach Mann, das ist ja kompliziert hier. Dann probieren wir das jetzt noch einmal. Ich hoffe, ich kann richtig nach hinten abspringen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt funktioniert aus der Situation. So,
dann müssten wir hier doch eigentlich zurückspringen können. Nee. Ach, damit. Nein, sie springt da nicht. Ach so, kommt jetzt nochmal der Kerl? Nee, ne? Gut. Ja, dann probiere ich es halt damit, hier hochzukommen irgendwie. Dann muss ich auch noch mal gucken, ob ich den auf der anderen Seite noch verschieben kann und was mir das bringen würde. So, dann bitte mal hier. Okay, und jetzt kann ich vielleicht hoch. Aber das packt sie nicht. Das ist viel zu weit. Und da rutscht sie runter, richtig? So. Das ist nicht zu weit. Genial. Genial. Und da oben liegt was. Endlich mal wieder Muni. Das kann ich gebrauchen. Sogar zweimal. Ist das für die... Das ist aber für die M16, ne? So. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, da ist ein Hebel. Hier ist ein Hebel. So. Was hat sich getan? Ich sehe jetzt, war hier nicht vorher... Ach, der ist wirklich runtergefallen. Da unten ist jetzt keine Lava mehr und da ist ein Block. Holla the Wood Fairy, okay. Wow. Also hier die Orientierung zu behalten, ist schon echt gar nicht so einfach. So, was ist jetzt auf diesem Stück in der Lava? Wofür? Ach, ist das eine Tür? Geht die vielleicht irgendwann auf? Vielleicht. Vielleicht. Okay, alles klar. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Nicht durch das böse Geschoss. Und jetzt kann ich jetzt einfach irgendwie hier runter. Wahrscheinlich eher... Nein! Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Ich wollte jetzt eigentlich noch da unten hin. Wahrscheinlich sterbe ich da beim ersten Mal sowieso. Vielleicht bekommen wir das ja jetzt noch hin. Wir sind schon bei 23 Minuten. Nein, nicht hoch, Lara. So, jetzt hoch. Nochmal die Muni mitnehmen. Und den Hebel ziehen. So, und jetzt können wir ja mal drauf achten, wenn ich das so mache. Nee, natürlich ändert sich die Perspektive. Und da ist er jetzt runtergefallen. Okay. Und jetzt bitte mal speichern. Okidoki. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da unten... Ah, okay. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ich glaube, ich habe es kapiert. Wir müssen die alle da runterbringen, oder? In die richtige Position. Und dann können wir da komplett rüberlaufen. Aber dann ist ja immer noch das Geschoss da. Aber das möchte ich jetzt noch schaffen. So, nein. Ziehen bitte. Bitte ziehen. So, ist der jetzt an der richtigen Stelle? Ja, könnte passen. Ich hoffe, sie drückt ihn auch runter. Nein! Nein, du machst es nicht. Wieso nicht?
hätte. Ja, an den anderen Stellen will sie es wahrscheinlich auch nicht machen, ne? Ich probiere das nochmal hier vorne. Weil das wäre ja eigentlich ein super Plan gewesen. So, an der Stelle ist jetzt schon einer. So, und an die Stelle müsste jetzt ja auch noch einer. Nein. Und sie macht es nicht. Nein, 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 sie macht es nicht. Ha. Vielleicht kann ich ihn noch einen weiterschieben, sodass er dann von der Schräge irgendwie runter, ja, runtergeschoben wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Nee, das macht sie nicht. Okay, dann fehlt mir vielleicht noch irgendwas oder es sind halt doch andere, die da runter müssen. Da oben sind ja auch noch so zwei Blöcke. Vielleicht müssen die ja da runter. Aber wie? Nee, okay, sie macht es nicht. Was ist mit dir? Können wir dich verschieben? Nein, das ist eh kein verschiebbarer. Okay, dann könnte ich jetzt nur noch versuchen, da direkt raufzukommen. Aber was bringt mir das? Naja, wir können es ja mal ausprobieren, nicht wahr? So. So passt das jetzt? Oh Gott. Okay, und nach vorne. Okay. Jetzt bin ich hier und da ist irgendwas, oder? Da ist ein Hebel. Ah, und da geht die Tür auf und ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Gut, Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. In der nächsten Folge werden wir es hoffentlich herausfinden. Also bis dann.